Hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute verstecken wir uns mal als richtig lustige Gegenstände. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Syntax-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen und heute, Freunde, spielen wir mal einen richtig lustigen Spielmodus. Hier in Roblox. Heute spielen wir mal Propan. Das bedeutet, wir verstecken uns einfach als richtig lustige Objekte. Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt. Da sind wir schon in der Runde angekommen und unsere Aufgabe ist es, uns jetzt zu verstecken. Aber nicht ganz langweilig, Freunde. Wir können nämlich zum Beispiel ein Buch anklicken und dann sind wir einfach das Buch. Wie lustig ist das denn? Und können uns hier zum Beispiel im Klassenraum verstecken. Oder warte mal, können wir auch? Okay, Bücherregal können wir nicht sein, aber wir können zum Beispiel, oh, das ist, glaube ich, ein gutes Versteck, die Vase sein. Und dann können wir einfach auf den anderen Bücherregal gehen. Perfekt! Das ist ein ultra gutes Versteck einfach. Ich glaube, wir bleiben als erstes mal hier. Und, oh, oh, so, wir können uns auch hier die ganze Zeit umdrehen. Das bringt uns, glaube ich, aber nicht so viel als Blumentopf. Und wir verstecken uns jetzt einfach hier in diesem kleinen Klassenraum. Und ich hoffe, Freunde, uns wird hier drin echt keiner finden. Aber ich glaube, hier sollten wir doch echt sehr, sehr gut versteckt sein. Gut, Freunde, mal gucken. Die Tür steht die ganze Zeit offen. Aber, warte mal, hier ist doch gar keiner. Hier ist nur eine Vase. Und wir sind einfach diese Vase. Das ist sowas von lustig. Und mal schauen, ob wir es wirklich schaffen. Was? Über 200 Sekunden als Vase bei diesem Versteck zu bleiben. Oh, oh, warte mal. Hier ist einfach einer drin. Und oh nein, wird er uns finden? Und was? Ich glaube, er hat irgendwen gefunden, oder? Ich weiß es nicht. Aber wir sind immer noch als Vase getan. Alles gut. Nein, nein, nein. Geh bloß weg von uns. Das kann nicht unser Ende sein. Und was macht ihr da? Und der zweite, oh, da war fast ein zweiter und nein, er hat uns gefunden und nein, wie konnte er uns finden, Freunde? Das war sowas von knapp. Ach, Manu. Schade aber auch. Aber jetzt sind wir im Team der Sucher. Leider konnten wir es mit unserem Versteck nicht ganz so gut schaffen. Aber jetzt sind wir der Sucher. Und unsere Mission, schönen guten Tag, wird es sein, die anderen Objekte zu enttarnen. Und mal schauen, wo hier noch welche sein können. Zum Beispiel das Buch könnte wer sein. Und, ah, wenn wir jetzt uns zum Beispiel verklicken, dann wird unser Leben runtergehen. Gibt es hier irgendwas? Sieht anscheinend nicht so aus. Was? Wir haben wirklich mehr gefunden. Jawohl. Wir haben echt das getarnte Buch geschnappt. Yeah. Das war doch schon mal eine erfolgreiche Runde. Findest du nicht? Yeah. Warte mal. Was ist das denn? Der hat einfach so ein Geweih auf. Der wie so ein Hirsch. Alles gut bei dir? Soll ich dir irgendwie helfen? Nö, okay. Die erste Runde war ja nicht so erfolgreich und wir sind jetzt in einem Gefängnis. Oh ja, und mal gucken, also was können wir uns tarnen? Wir können uns als Hantel tarnen. Das ist sowas von lustig. Aber ich glaube, ich gehe mal nach ganz, ganz oben, um vielleicht eine bessere Sicht zu haben. So können wir uns vielleicht hier drin irgendwo verstecken. Da liegt ein Schokoriegel auf dem Bett und hier liegt einfach eine Hantel auf dem Bett. Yeah, und von hier haben wir eine perfekte Sicht als kleine Hantel über das ganze Gefängnis. Ich glaube, hier ist, oh, schon jemand direkt. Bitte komm jetzt bloß nicht in meine Zelle rein. Er kommt in meine Zelle. Das kann nicht sein. Ich glaub's nicht, Freunde. Nein, nein, nein. Wir müssen uns als Mülleimer tarnen. Und was? Wir wurden direkt am Anfang schon wieder geschnappt. Und jetzt sind wir einfach in einer Baustelle. Und jetzt werden wir auch ein tausendmal besseres Versteck finden. Vertraut mir. Ich glaube, wir werden, yeah, Bob, der Baumeister, ein Bauhelm. Und was passiert, ey? Und wir brauchen jetzt nur, oh, noch ein ganz gutes Versteck. Wir haben nur noch 5 Sekunden Zeit, um uns ein gutes Versteck auszusuchen. Und ich glaube, wir verstecken uns einfach. Warte, hier drauf. Yeah. So, ich hoffe, das wird jetzt was. Und bitte werde ich nicht sofort am Anfang gefunden. Was passiert da? Guckt euch das mal an. Die versuchen, die zu verkloppen oder so. Die springen da die ganze Zeit rum. Und ich weiß nicht, vielleicht sind wir schon mal ein bisschen zu nah einfach dran. Ich meine, wir hätten nach ganz oben klettern können. Auf die Leitern oder so drauf. Oh Mann, oh Mann. Und wir
vier stehen hier einfach direkt unten. Ich glaube, sie werden sofort zu mir rennen, oder Freunde? Ich hoffe natürlich nicht. Aber wir müssen einfach leise sein. Wir sind der beste Bauarbeiterhelm, den es jemals zuvor gegeben hat. Okay, bis jetzt kommt ja noch keiner in meine Richtung. Okay, Freunde, wir müssen jetzt ganz leise sein. Da hinten stehen noch zwei. Wir müssen mal ein bisschen die Lage checken. Dort drüben ist einer. Okay, von da könnte noch natürlich jemand kommen. Und da, guck mal, da läuft auch ein Bauhelm. Der ist einfach weggelaufen vor dem. Eieiei. Aber bis jetzt überleben wir doch schon sehr, sehr gut. Und oh, oh, da kommt schon der erste. Und, oh ja, dreh dich lieber oben. Besser ist das, mein Freundchen. Und ich dachte schon, der wollte zu uns beiden kommen. Aber dann hat er noch zum Glück umgedreht. Eieiei. Das war schon mal knapp. Und es werden immer und immer mehr Sucher. Weil immer mehr Leute natürlich gefunden werden. Okay, könnte das unsere Runde sein. Und bis jetzt ist nicht mal einer überhaupt hier drauf gekommen. Also, das kann gerne so weitergehen. Gefällt mir. Und oh nein, was ist das? Und der hat einen Bauhelm gefunden. Das war gar kein echter. Ich habe mich schon gewundert, ey. Ich dachte nämlich, das wäre einfach nur ein normaler. Aber anscheinend war das auch ein Verstecker. Und jetzt ist er wegen dem weggegangen. Jawohl, weil der einen anderen erwischt hat. So, bis jetzt. Alles gut. Ich meine, wir fallen kaum auf. Wir stehen einfach perfekt hier. Hier steht ein Bauarbeiterhelm. Hier sind zwei. Also, oh, oh, ist alles in Ordnung. Bitte nicht. Nein, er checkt jetzt jeden ab und er ist an uns vorbeigelaufen. Nein, nein, nein. Die nächsten beikommen. Nein, wir wurden entdeckt. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Und wir verstecken uns. Und nein. Ach, schade. Aber wir haben so lange überlebt. Da sind wir wieder im Gefängnis angekommen. Und diese Runde muss doch schon mal viel, viel besser gehen. Ich glaube, diesmal sind wir... Oh, eine leckere Schokoladentafel. Und warte mal, geht es hier sogar noch weiter? Und hier gibt es sogar Toiletten. Das wusste ich noch gar nicht. Sollen wir uns... Was? Sollen wir uns eine Schokoladentafel hier einfach verstecken? Und wir können einfach hier rein. Wie krass ist das denn? Also, wenn uns hier keiner findet, das wäre so unglaublich. Und was? Da ist eine Toilette. Und was passiert hier? Im Badezimmer von dem Gefängnis. Zwei Schokoladentafeln. Hey, sind hier Waschbecken, Toilette. Gut, sogar zwei Essenstück, okay. Ich weiß nicht, ob das beste Versteck ist hier. Aber ich glaube, das wird total lustig. Noch mit den anderen Objekten. Und hey, die Toilette kickt uns raus. Einfach, oh Mann, okay. Wir, oh, oh, bleiben hier. Und da kommt der Sucher. Und der wird jeden schnappen. Nein, geht doch aus dem Waschbecken raus, ihr Verräter. Und schnell, schnell, schnell. Wir sind ein Mülleimer geworden. Oh, warte mal. Wir sind ein Mülleimer. Und der hat das echt nicht gesehen, Freunde. Wie lustig war das denn? Und wie knapp. Und oh, oh. Bitte, bitte, bitte. Ich glaube, hat er es gecheckt. Und er rennt an uns. Er rennt an uns vorbei. Wir haben uns hier perfekt getan. Und der verfolgt die Schokoladentafel einfach. Oh, yeah. Das war... Oh, nein, so knapp. Und hey, der kriegt die Schokoladentafel einfach nicht. Was ist los mit dem? Oh, nein, nein, nein. Und hey, immer noch die Schokoladentafel. Der bekommt sie einfach nicht. Der wird ja total ausgetrickst. Und wir haben uns noch... Ey, langsam kannst du dir aber jetzt mal fangen, Kollege Schnürschuh. Und wir haben uns einfach ganz, ganz schnell hier als Mülleimer getan. Das ist noch ein Mülleimer. Guck mal. Und oh, oh, der verfolgt den anderen Mülleimer. Hier geht ja so eine Action ab hier im Badezimmer im Gefängnis. Das ist ja viel besser als im richtigen Gefängnis. Und nein, wir wurden gefunden. Sowas von knapp einfach. Schade, Schokolade. Wir haben aber echt lange überlebt, muss ich sagen. Neue Runde, neues Glück und wir sind im Krankenhaus angekommen. Schönen guten Tag. So, wir können uns hier in Notizzettel verwandeln. Was? Wir können einfach so ein kompletter Automat sein. Okay, ich glaube, wird ein bisschen schwer, sich als so Riesenautomat zu verkleiden. Aber wir können es ja mal probieren als... ich glaube, oh ja, ich habe eine gute Idee. Wir nehmen uns jetzt eine Pflanze einfach und wir stellen uns auf einen Tisch, der noch nicht belegt ist am besten. Hier, genau, weil hier ist ja noch keiner, Freunde. Und wir bleiben jetzt einfach mal hier die ganze Runde so stehen. Und hier ist sogar so ein Medipack einfach am Start. So, schönen guten Tag. Hey, komm, nehme ich oder auf das Bett oder so. Wir schauen mal. Wir können ja mal ein bisschen so immer so gucken, ob hier irgendwer reinkommt. Und immer, wenn hier jemand reinkommt, dann springen wir einfach auf
den Tisch drauf. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Taktik, die wir haben. So, Freunde, gucken mal ganz, ganz vorsichtig bis jetzt. Alles gar kein Problem. Und bin ich eigentlich hier der Einzige, der hier ist? Oder ist hier noch irgendwo anders? Und oh, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Ganz, ganz schnell so. Wir müssen am besten so in der Mitte stehen. Oh, Mann, jetzt ganz, ganz leise sein. Wir müssen uns benehmen wie eine Pflanze. Wie benennt sich eine Pflanze, Freunde? Ich weiß es nicht. Aber ist er schon nach draußen gegangen? Oder ist er überhaupt hier richtig reingekommen? Ich habe es ganz und gar nicht so gut gesehen. Wir können mal irgendwie probieren, drüber zu gucken. Das geht aber nicht. Wir bleiben einfach mal sicherheitshalber hier stehen. Oder nö, doch nicht. Okay, wir gehen mal kurz aus unserem Versteck raus. Und was da? Oh, oh, da war einfach nur vor der Tür oder so. Anscheinend ist er nicht reingekommen. Und warte mal, ist das hier wirklich ein Mensch oder ist das echt ein Apfel einfach, der da ist? Das weiß ich leider nicht. Ich kann es sogar selber nicht voneinander unterscheiden. Aber bis jetzt ist hier ja nicht mal jemand reingekommen. Also ich habe echt ein Gefühl, dass wir beides zusammen schaffen werden, diese Runde als Pflanze, die Top-Pflanze, zu überleben. Yeah, yeah. Ihr müsst einfach immer noch ein bisschen hier stehen bleiben. Immer schauen, wenn jemand reinkommt. Ab geht es. Verschwinden wir sofort. Aber Freunde, schreibt mal jetzt gerne unten in die Kommentare, als was sollen wir uns vielleicht als nächstes verwandeln? Das würde mich super doll interessieren. Einfach irgendein Gegenstand in die Kommentare schreiben. Und wenn du davon einen zweiten Teil haben willst, wie wir uns in noch lustigere und noch krassere Sachen verwandeln, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Was ist denn hier los? Bis jetzt kommt keiner und wir können einfach hier ganz, ganz easy peasy auf dem Tisch stehen bleiben. Hallo und guck mal, wie wir uns trauen, einfach nach draußen zu gehen. Boing, boing, ja. Aber hier kommt doch sowieso keiner. Sollen wir mal vielleicht ein bisschen nach vorne gehen? Komm, wir riskieren. Oh nein, wir riskieren es, wollte ich sagen. Und auf einmal, oh, oh, stand da wer und... Was? Sie hat uns nicht gesehen. Oh, wie konnte das denn passieren? Ich bin doch vor ihren Augen einfach gerannt und hier drauf gesprungen. Sie rennt wieder raus. Was ist denn bitte hier los? Das ist echt total lustig, Freunde. Sie ist einfach sofort wieder rausgerannt. Was passiert hier einfach? Oh, gar kein Problem. Wir überleben das hier. Und komm schon, Freunde. Komm schon, wir schaffen diese Runde. Noch 100 Sekunden Zeit. Und wenn wir diese 100 Sekunden auf diesem O-Tisch geschafft haben, dann haben wir gewonnen. Da ist gerade jemand abgehauen. Habt ihr das gesehen? Oh ja, das ist so, so lustig. Aber ich habe echt ein gutes Gefühl bei diesem Versteck. Bis jetzt sind hier nur zwei Leute reingekommen. Und einer davon, ey, hat mich nicht gesehen. Und der zweite ist hier, oh, oh, immer noch hier drin. Und was? Er hat mich hier durchgeboxt. Oder warte mal, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat es gar nicht gemerkt, dass er mich geschlagen hat. Weil der hat mich durch die Wand oder so geschlagen. Hä? Die Hälfte von meinem Leben ist nämlich weg. Oder es kann auch sein, dass die Hälfte vom Leben weg ist. Weil nur noch eine Minute Zeit ist, Freunde. 60 Sekunden. Zählt mit mir runter von 60. 60, 59, 58. Okay, keine Lust mehr, Freunde. Ihr könnt weiterzählen. Aber ich muss mich immer noch hier konzentrieren. Bei OO, unserem Versteck. Bitte nicht. Bitte, ich will nur eine Runde überleben als Objekt. Und er klickt echt OO alles an. Ich glaube, wir sind der allerletzte, Freunde. Der allerletzte Verstecker. Und er klickt, oh nein, alles an. Bitte, bitte nicht mich. Nein, lass mich in Ruhe. Ich bin eine liebe Pflanze. Und warte mal, er steht direkt vor mir. Was? Und er geht wieder weg. Was? Ich habe sowas noch nie erlebt. Der stand direkt vor uns, Freunde. Und er hat uns angeguckt und ist sofort wieder weggerannt. Hä? Wusste der nicht, dass wie eine Pflanze steht? Oh mein Gott, wie lustig war das denn einfach? Und die allerletzten 10 Sekunden laufen. Okay, Freunde, jetzt zählen wir aber zusammen runter. Und 7, 6, 5, oh, da steht einer noch. Und 3, 2, 1 und jawohl, wir haben es geschafft. Hey, Duda, guck mal. Perfekt. Wir haben die Runde als Verstecker gewonnen. Mega, mega gut. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi.